Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute gemeinsam mit Claudio und Lena. Schön, dass ihr heute am Start seid. Es ist easy peasy, wir dürfen nicht den Kreis verlassen und dabei werden uns viele Dinge, die werden uns im Weg sein. Ach so, ja gut, dass du es nochmal erklärst. Freunde, ich finde es auch super, dass wir einfach direkt ins Spiel starten und ich immer das Spiel erstmal erklärt haben muss. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass du nur Adopt Me spielst den ganzen Tag lang. Leute, da steht Fight. Und wo kommen die Sachen her? Wo die Sachen herkommen. Also entweder kann man was kaufen und es kommen aber auch immer random Sachen an. Trete nicht auf die Mine. Was? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Toilette kaufe. Kauf nichts dann ja. Doch, ich hole jetzt mal hier eine Toilette. Ich will wissen, was bei der Toilette passiert. Oh, ein Kaktus kommt. Ein Kaktus, wo? Ich sehe keinen Kaktus. Bin ich blind? Seht ihr einen Kaktus? Ach da. Man darf den Kaktus nicht berühren. Ja, gut auch, dass der Kaktus außerhalb steht. Danja, was kaufst du da schon wieder? Laser? Ich habe eine Toilette gekauft. Du hast keine Toilette? Du hast einen Typen mit zwei Laseraugen gekauft. Ja, ich habe anscheinend Skibidi Toilette gekauft. Oh, das gibt's doch nicht. Danja, ist dein Ernst? It's raining tacos. Oh, jetzt regnet's tacos. Nein! Guck nicht nach oben. It's raining tacos. Wo bin ich hier? Oh, click the button first. Hä, wieso bin ich oben? Wer ist der Button? I don't see the button. Welcher Button? Oh, du musst da oben irgendwas machen, glaube ich. Du hättest den Button drücken müssen. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ich war rausgeflogen, aber nee, Gott sei Dank nicht. Jetzt ist hier eine Eisbahn. Yep. Könnt ihr Schlittschuh? Nee, ich gar nicht. Ich liebe Schlittschuh fahren, aber Flo mag das nicht so gerne. Wollen wir dann mal? Ich lieb's auch. Oh ja, ich liebe Schlittschuh fahren. Ey, sobald das wieder im... Ich war letztes Jahr im... Oder Anfang des Jahres, im Januar war das, da war ich im Phantasialand. Da machen die ja im Winter immer so Wintertraum-Dings. Und da haben die ja auch draußen so eine kleine Schlittschuhbahn. Das war so geil. Ich liebe Schlittschuh. Ich liebe das. Weißt du was? Als ich mal in New York war, da gibt es ja diesen ganz berühmten See da im Central Park, ne? Oh, New York hier! Und wir waren halt im Herbst da. Der See war schon eingefroren. Es war zwar sauteuer, aber sorry, wer den Park und New York kennt, also das ist so, das ist ein Muss. Ich habe da so viel bezahlt. Aber mir war das egal und es war so schön. Es war richtig, richtig schön. Hey, nein, Danja, warum? Why did you do that? Ich habe nichts mit Absicht gemacht. Mich hat jemand runtergekickt. Nein. I'm scared. Ja, du bist ganz oben. Ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen. Hört mal, warum kommen die anderen nicht nach oben? Aber ich falle hier immer runter. Deswegen muss ich ein bisschen hüpfen. Irgendjemand bekommt jetzt ein Kraftfeld. Ja, Claudio, wir werden dir im Winter mal Schlittschuhlaufen beibringen. Kann Kahn das eigentlich? Ja, ich glaube schon, Kahn kann das. Und wenn nicht, dann lernt er es so in 2 Minuten. Dann kriegt er, sind das nicht solche Pinguin-Hilfs, weißt du, was ich meine? Oh, so eins kriegen die Jungs dann. Ja, ja, diese... Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, oh. Leute! Achtung! Kanonenkugeln! Von oben oder von wo? Siehst du es nicht? Nein. Also, die Person, die heute hier von uns als erstes rausfliegt, muss ein Adopt-Me-Pet, ein legendäres, abgeben. Okay, bin ich dabei. Aber ich habe, glaube ich, keins. Wie du hast keins? Sicher? Doch, du hast ein Legendary. Oh nein, ich weiß, was du meinst. Nein, 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 Claudio fliegt raus oder Danja kommt. Kann ja wohl nicht wahr sein, den kriegt ihr nicht. Ja. Welchen hast du denn? Ich sag's nicht. Lena hat ein Pet, was ich noch haben will. Nein, den noch nicht. Den noch nicht. Hab ich das Pet, oder? Hast du den Dino? Den T-Rex? Ja, ist er nicht Legendary? Ja, der ist Legendary. Und den will ich nicht abgeben. Och nö, ich bin... Aber fliegst nicht sofort raus, du hast doch eine Energieleiste. Boah, Leute, die schlagen sich aber halt auch echt alle ziemlich gut hier. Ich habe einen Burger bekommen. Ich auch. Ja, ich auch. Sehr lecker. Vulkan kommt gleich. Wie, Kahn kommt gleich? Das ist nicht Kahn. Du hast Kahn gesagt. Ah, ein Vulkan. Ich habe aber auch Kahn gehört. Ja, der Vulkan. Kahn. In dem Wort Vulkan, das steckt halt auch Kahn drin. Nee. Ey, warum schwitzen die so krass? Ja, sind wirklich alle ein bisschen zu gut hier, ne? Was ist das? Ein Laser-Wallap hier? Okay. Hey, wieso fliegt da jemand? Och, Mann, ich bin dagegen gelaufen schon wieder. Ich auch. Ernst? Ich weiß aber auch nicht, ob der Burger dich heilt oder so. Ja, der gibt schon Kraft. Ich habe aber keinen Burger bekommen. Ist das schon wieder der Vulkan? Sag mal, wer bestellt den denn immer? Ich habe auch mal das Gefühl, der macht gar nichts, der Vulkan. Doch, der macht schon was, glaub es mir. Ey, und oben schwebt was, der, pass auf. Oben schwebt was. Oh nein, ich wurde erwischt, ich bin schon im gelben Bereich. Lena, gib mir dein Pet. Du bekommst gar nichts. Doch, du gibst uns beiden das Pet natürlich.
Ich hab doch nur eins. Wie soll ich das denn? Soll ich das teilen oder wie? Ja. Was bist du denn für einer? Ich teile doch nicht mein Pet. Eine Woche Daniel, eine Woche ich. Claudio macht erstmal Neo und dann bekomme ich's. Genau. Da sehe ich uns, da sehe ich uns. Ganz ehrlich, Daniel, lass uns mal richtig schwitzen. Ich möchte, dass wir bis ins Finale schaffen. Ja, wir sind doch dabei, dachte ich. Ja, warte, bist du nicht raus? Hä, ich bin doch noch drin. Sie hat uns veräppelt. Ich habe doch gesagt, mein Balken ist gelb. Aber ich Ach so, ich dachte, du bist im gelben Bereich. Ich dachte, im gelben Bereich heißt, du bist draußen. Das bedeutet für dich gelber Bereich? Ja, ich wusste es doch nicht. Ich kenne das Spiel nicht so gut. Aber wo siehst du denn was Gelbes? Schneebälle, ja, Schneeball, ich sehe nichts Gelbes, das ist das Problem. Schneeflöckchen, tralalalala. Oh mein Gott. Oh, okay. Und der Kreis wird langsam... Also der Kreis ist jetzt erheblich geschrumpft. Ja, ich habe zweimal Kreisschrumpfen gekauft. Dann ja, wir lieben dich. Ich weiß noch, wie ich mit Kahn auf einem Zentimeter rumgesprungen bin, ne? Ich hatte einen Zentimeter noch. Just don't do it. Da bewegt sich einer nicht. Hey, ganz ehrlich, die Leute, die sich nicht bewegen, die muss man holen. Ich bewege mich die ganze Zeit. Ich hüpfe von einem Punkt zum anderen. Ich bin sehr sportlich unterwegs. Ich finde, ich mache alles richtig noch. Hey, wir stellen uns aber alle drei richtig gut an, ne? Ja, wir sind lange drin auf jeden Fall. Also ich bin es gar nicht gewohnt, sowas Nettes auch zu tun, dass wir alle drei gut sind und... Ist es dein Ernst? Da kommt so eine riesige Bowlingkugel. Danke, Danja, fürs Kleinermachen. Ja, moin, einer ist da hingelaufen. Warum das denn? Wahrscheinlich aus Versehen, Mann. Der Arme. Boah, okay, das ist jetzt echt ein bisschen wild hier. Der ist ja auch ein bisschen schneller geworden, oder bilde ich mir jetzt gerade ein? Nee, das ist so. Oh, okay. Danja, beweg dich nicht. War keine Absicht. Ist irgendwie einfach losgelaufen. Ich glaube, ich bin draußen. Nee, da! Nee, drück den Knopf. Hab ich. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, hoch, meine Damen und Herren. Klettern Sie, was das Zeug hält. Och, nee. Och, nee. Oh. Oh, ich bin nur Zweite. Ich bin nur Zweite. Idee! Oder? Ja. Nein. Also irgendjemand hat hier eine giftige Kartoffel. Ah, ich will nicht die giftige Kartoffel. Das war derjenige mit dem grünen, glaube ich. Da mit dem grünen Griffel oder was auch immer das ist. Dann ja. Schrumpf doch nicht immer den Kreis. Lass den Kreis doch nicht schrumpfen. Ich hab ihn gerade nicht. Ich hab ihn nicht weiter schrumpfen lassen. Ach, diesmal war es nicht? Nein, diesmal war es nicht. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin nicht der Ursprung allen Übels. Ja, meine nächste Katze. Hallo! What the? Ah! Da war eine Katze. Das ist keine. Oh. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Katze. Ja, es ist eine kleine Raubkatze. Ja, ist doch ein Kätzchen. Ich glaube, das ist ein. Ist es nicht ein Serval? Hä, wieso bist du schneller, Danja? Ich bin ran gesprungen. Ich glaube auch. Du bist einfach vor mir schaffen, ne? Das ist krass. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Irgendjemand hat Geschwindigkeit? Oh, Tacos. Oh Gott. Was heißt das Grüne hier, was ich in der Hand habe? Was hast du in der Hand? Ich habe sowas Grünes in der Hand. Ah, du hast, glaube ich, Geschwindigkeit. Und ich bin groß. Guck mal, ich hab einen großen Kopf. Guck dir meinen Kopf an. Guck dir meinen Kopf an. Es bewirkt einfach nix. Help, send help. Also jetzt langsam wird es ein bisschen wild hier in dem kleinen Kringelchen. Ja, und was mache ich mit meinem Kopf? Was hat das jetzt für einen... Das hat keinen schlechten... Es kann mein Leben bald nicht sehen. Es ist einfach nur lustig. Ich bin einfach nur Deko. Ich bin einfach nur ein Funko-Pop geworden. Achtung, nicht auf die Gleise. Demnächst erhältlich. Ach so, und oben kommt jetzt auch nochmal was. Ja, super. Irgendwann ist ja gar kein Platz mehr. Aber es schwitzen auch alle echt heftig rein hier, muss ich sagen. Ja, natürlich schwitzen wir rein. Oh, schon wieder hat... Ah, ich hab die... Oh, ich will nicht die Kartoffel haben. Oh no, oh no. Das ist Apokalypse. No! Boah. Wer ist da rausgeflogen? Hab ich das richtig gesehen? Oh, Lena. Oh, oh, das wird teuer. Das wird teuer. Hallo. Hä, sie ist schon wieder hier. Was? Warte. Hä, wie bist du denn wieder reingekommen? Ich will nicht. Ach, sie war oben. Wie bist du denn wieder reingekommen? Kann man sich wieder... Ach, du warst oben, okay. Ich dachte schon, man kann sich plötzlich wiederbeleben. Was macht ihr da? So. Lena, rauf auf Claudio, er hat die meisten Pets. Woher sieht ihr das, dass ich die meisten habe? Dass du die meisten Pets hast, das weiß ich. Warum schleuderst du den Tisch dann in die falsche Richtung? Entschuldigung. Jemand belüftet. Wow, ich bin rausgelaufen. Ja, super. Oh, okay, okay, okay. Okay, geschafft. Ey, ich bin jetzt Level 3, Leute. Wo kannst du das sehen? Wurde mir gerade angezeigt. You ranked up. Super, du lenkst mich ab, Danja, super. Was, ich lenk dich ab? Wieso lenk ich dich ab? Was habe ich gemacht? Alter, wie hart kann man... Bist du rausgeflogen, Claudio, oder bist du oben? Du kannst nochmal wieder reinkommen, komm.
Er ist oben. Ja, er ist oben. Ich hab's geschafft. Ach so. Oh, der Kreis wird wieder kleiner, Leute. Ey, ich war einfach oben. Wir sind nur noch 4 Leute, ne? Bowling! Die Bowlingkugel! Oh nein! Wie soll das jetzt funktionieren? Wird jetzt hier ein bisschen dünner, platzmäßig. Ah, oh nein, ja, ey, ja, ja. Mich hat's richtig weit rausgeschossen. Ja. Ich hatte noch den Burger, ich glaube, der hat mich ein bisschen, wow. Ich weiß nicht, ob der heilt oder so. Oh nein. Oh nein, ich schon. Du hast diesmal nicht die Toilette bestellt, oder? Nein, ich weiß nicht, ich habe vor lange nichts mehr geholt. Oh, Daniel, dir traue ich doch nicht über den Weg, wenn es um Toiletten geht. Ich. Du und Toiletten? Das ist ja echt. Ach du Moin. Boah, Alter. Piratenschiff kommt auch gleich noch. Ey. Was ist das für ein schwieriges Spiel, ey? Das ist ja, eigentlich nicht schwierig, aber es ist, Habe ich Tokens überhaupt? Oh mein Gott! Was hast du, Claudio? Ah, ich sehe jetzt nicht, das heißt, rechts hat man so Tokens. Ich brauche 100. Mir fehlen noch 2. Und dann? Ansonsten kannst du auch eine Growbox kaufen, natürlich. Na super, jetzt ist hier noch Eis. Oh nein. Oh. Ey, der hat schon wieder geschafft, hier reinzukommen. Was soll das? Hä, aber wo kommt der denn immer her? Nee, du kannst dich auch respawnen. Hä? Ehrlich? Ja, aber ich glaube, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Irgendwann funktioniert es, glaube ich, nicht mehr. Aber frag mich nicht. Okay, jetzt kommen Meteoriten wieder. Aber so bin ich reingekommen. Ich habe eine Second Chance. Ich habe die Meteoriten geholt. Cool, oder? Na super. Oh, 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 oh. Nein. Nein, warum tust du uns das an, Claudio? Ach, dünne, ey, dünne. Und ich bin wieder ein Funko Pop. Funko Pop, Lena. Warum hast du einen Funko Pop? Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine Schwitzerrunde hier? Oh, ich bin im Himmel. Ja, du musst dieses Mission da machen, oder? Hä, hey, dann du schwebst ja, lol. Komm bitte zurück auf die Erde. Claudio, du ja, bist ich groß. Komme, aber ich oder komme langsam, das kannst du aber wissen. Nee, dann bleib auch langsam. Warum bist du jetzt schon wieder hier? Hättest du es abwarten sollen. Ah! Hey, Lena, geh mal Platz, Mann. Guck mal die Schnecke da. Alter. Guck mal die Schneen. Oh, Schneckchen. Oh, ich will die haben. Ja, geh raus, hol sie dir. Schon wieder die Piraten da. Holst du mir die, Claudio? Ja, warte, ich hol sie dir. Ey! Der warum gehst du denn da hin, Claudio? Ja, du hast kaum noch Energy. Achso, aber du belebst dich ja wieder. Ich sehe das aber nicht. Warum seht ihr das denn? Hä, warum belebst du? Oben rechts bei dir siehst du das. Ah, jetzt sehe ich es. Dann ja kann aber du lebst springen. Dich irgendwie wieder auf. Ist diese... Ach, ist das eine Heildings, die du da hast? Oh, das ist eine Heilding. Und ich habe noch eine Rot jetzt dazu bekommen. Was ist das? Ja, damit Junge, kriegst du Geschwindigkeit. Super. Und dann ja kann nicht springen. Jemand belüftet. Ey, das können wir ja noch bis übermorgen spielen. Was ist das denn? Ah, wieso? Es sind doch schon so viele draußen, also. Sind ja nur noch wir 4. Ja. Oh. Ui. Guck, wie provokant er auch drauf bleibt. Kannst ja auch machen. Ja, ich kann auch rausgehen und dann wieder zurückkommen. Ja, mach doch. Oh, und du hast einen Heiltrank. Ich suche eigentlich nach was. Wer ich suche cool. Eigentlich immer nach was. Das Spiel ist mega cool. Ich finde nur... Mit der Kreis kleiner? Weiß ich nicht. Ach, man kann das kaufen. Das check ich erst jetzt. Was habe ich da jetzt gehabt? Oh nein, das war eine Health Potion, was ich hatte. Warum habe ich den jetzt getrunken? Die habe ich doch gar nicht gebraucht. Das war jetzt dumm. Mädel, nicht, dass du den... Oh, ach dann, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, ich habe es doch noch erwähnt. Oh, jetzt wird der Kreis wieder kleiner. Ich habe jetzt mal zweimal den Kreis kleiner gemacht. Na super. Ach, Claudio. Und ich muss hier landen, hier drin. Wie, du musst landen? Ach so, du kommst von da oben jetzt. Ja, ich komme mit einem Dings. Flieg, kleines Danielein, flieg und lande. Ja, hast du prima gemacht. Jetzt habe ich die Backrooms gekauft. Die sind da hinten, die Backrooms. Die sind ja sehr weit weg. Oh, okay. Ja, wie ist das groß? Uiuiui. Oi. Boah, Alter, okay, jetzt wird's langsam echt bis. Ey! Ey! Was war denn das, Leute? Was war das denn jetzt? Ich bin raus. Ich auch. Ihr könnt doch nochmals respawnen. Nee, ich glaube, ich bin der Erste, der rausgeflogen ist. Ich glaube, ja. Nein, komm wieder rein. Einmal kannst du nochmal respawnen. Ich kann nicht wieder rein. Da steht doch nicht wieder rein. Nein, nee, da steht nichts zum Respawn. Da steht zurück zur Lobby. Ich kann euch nur noch zugucken. Was? Das heißt, ich konnte aber kann auch vorhin. Nicht respawnen. Ich konnte ja, das. Ja, weißt du was, Daniel? Wir machen das so. Wir beide geben uns jeweils 1 und 1 Lena. Ja, so wird's wohl werden. So ja, wird's weil wohl wir sind ja beide werden. Rausgeflogen.
Ja, also ich würde eigentlich sagen, dass wir nur Lena beide ein Pad geben. Oder machen wir so noch besser? Naja, Leute, also wenn ich auch ehrlich bin, ich bin ja mal rausgeflogen, ich habe mich einfach nur respawned. Das ist halt die Frage. Aber ich konnte es irgendwie. Ich weiß nicht, warum ihr das gerade nicht konntet. Ja, wahrscheinlich bist du da nicht richtig rausgeflogen. Oder vielleicht war es im Finale, aber egal, komm. Auf zu Adopt Me, würde ich sagen. Auf zu Adopt Me. Okay, Lena ist bei mir. Claudio, wo bist du? Ist euch beide nicht online, lol? Du bist auch auf einem anderen Server, Kollege. Dann komme ich zu euch rein, alles gut. Oh, mein Kleiner. Oh, ich versteck mich mal. Warum? Du kriegst doch Pets. Warum willst du dich verstecken? Aber was ist denn mit dir? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Also, hä? Also, wie läuft's ab? Du bist ja anscheinend nicht richtig rausgeflogen, weil du hast ja... Also, du konntest dich ja respawnen. Und Claudio und ich konnten uns nicht respawnen. Ja. Und Claudio und ich sind gleichzeitig rausgeflogen. Deshalb müssen Claudio und ich dir jetzt ein legendäres Adopt-Me-Pet schenken. Jetzt die Frage, was möchtest du? Oh, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, was... Was möchtest du denn haben, Lena? Danja, möchtest du vielleicht was von mir haben? Ich würde außer natürlich mein Eulenbär. Lena, du hast gewonnen, du kriegst von uns jetzt Pets. Du hast gewonnen, du kriegst doch ein Pet von uns. Aber ich bin jemand sehr Nettes. Ich bin jemand sehr, sehr Nettes. Ich brauche kein Pet von dir, du hast gewonnen. Nimm einfach deinen Sieg an. Guck mal, ich hab einen Goldmarienkäfer. Hast du vielleicht eine Biene, eine spezielle, Claudio? Lena ist doch so ein Bienenfan. Ja, ich habe eine Bienenkönigin. Nee, Bienenkönig. Bee-King? Ja. Bee-King. Oder ich hab auch eine Biene oder auch eine Ride-Biene. Kannst du auch haben, wie du willst. Ich könnte mir vorstellen, dass dir dieses Pet gefällt, Lena. Oh Gott, du kennst mich irgendwie. Irgendwie kenne ich dich. Oh. Woran könnte das nur liegen, dass ich dich irgendwie kenne? Ist ja verrückt. Du willst dir das Diamant-Einhorn geben? Ich gebe dir doch nicht das Diamant-Einhorn. Willst du damit Danja traurig machen irgendwie? Steckt da ein Hintergedanke? Was denn? Weiß ich nicht. Gerade fühlt sich das so an. Komm her. Ja, welches Pet möchtest du haben? Ich habe zu viele. Ich kann dir nicht sagen. Ich weiß ja noch nicht mal, welche du hast. Also, mein Gott. Ja, Cobra. Ich habe einen Cerberus. Ich habe so einen Baku. Also, welchen würdest du denn auch ab... Oh, mein Gott. Ich habe einen Tanzdrachen. Ach, den findest du cool? Den finde ich absolut mega. Kriegst du den mega. Tanzdrachen. Ich darf den kriegen? Ja, du hast gewonnen, Lena. Natürlich oh kriegst du den. Du hast gewonnen. Hä? Oh mein Gott, der ist ja mal Hammer, Leute. Ja, der ist cool, oder? Oh Gott, das tut doch weh, den abzugeben. Ach, du. Ach was, Quatsch, den kriegst du. Nein, du bist ja Scammer, Claudio. Nein, ich habe genug Pets, das passt schon. Oh Danja, möchtest du auch noch ein Pet? Weil eigentlich muss ich auch was geben. Ich bin, glaube ich, der ist ja mal... Was, du willst mir noch was geben? Ja, ich muss ja theoretisch was geben. Ja, hau mal rüber, Claudio. Ja, was willst du denn haben? Ja, ach, du weißt, ich gebe mich da immer mit ganz einfachen Sachen zufrieden. Zum Beispiel mit einem Diamond Egg oder so. Da bin ich mal... Ich habe leider kein Diamond Egg mehr, muss ich sagen. Ah, schade. Ja. Also ich glaube, da haben Khan und ich echt was gemein. Khan und ich sind halt unglaubliche Drachenfans, glaube ich. Wolltest du nicht? Ich weiß gar nicht. Wie der sich schlafen legt, Leute. Oh mein Gott. Den hätte ich sehr gerne sogar. Den hätte ich sogar sehr, sehr gerne. Welchen? Zeig nochmal. Ich habe es nicht gesehen. Zeig nochmal. Oder ist es der gerade draußen ist hier? Warte. Ey, ich merke, ich habe den nur einmal. Aus welchem Eck kann man den kriegen? Aus dem Fossil-Eck, oder? Ja, aus dem Fossil-Eck kann man den kriegen. Ja, davon habe ich genug. Komm, dann ziehe ich den halt irgendwann nochmal. Zeig den halt irgendwann nochmal. Zeig nochmal. Den zieh ich schon irgendwann. Oh, Claudio. Ja, damit kannst du bei Khan angeben. Kannst du, ja. Damit kann ich wirklich angeben. Danja, du musst ihn mir gleich mal zeigen. Ich hab nichts gesehen. Du hast ihn endlich. Ist das? Das ist aber nicht der aus dem aktuellen Eck, sondern das ist ein noch älterer. Ups. Oh. Ach so, wusste ich nicht. Das ist der aus dem Fossil-Eck. Und als das Fossil-Eck so gestartet ist... Das war so das erste Adopt-Me-Egg-Event, was ich so mitbekommen habe. Das war so die ganz Anfangszeit von Adopt-Me von mir. Deshalb mit diesem Fossil-Egg verbinde ich viele gute Erinnerungen, muss ich sagen. Aber den meinst du nicht, oder? Nein. Du musst ihn Chomper nennen. Ja, nein, erstmal bleibt da T-Rex. Ja, Leute, damit hat Lena heute ganz eindeutig gewonnen. In jedweder Hinsicht hat sie dieses Spiel gewonnen. Und da bleibt uns nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao.